17. Wirkung eines Mannes ohne Eigenschaften auf einen Mann mit Eigenschaften. Während Ulrich sich mit Clarisse unterhielt, hatten die beiden nicht bemerkt, dass die Musik hinter ihnen zeitweilig aussetzte. Walter trat dann ans Fenster. Er konnte die beiden nicht sehen, aber er fühlte, dass sie knapp vor der Grenze seines Gesichtsfelds standen. Eifersucht quälte ihn. Gemeiner Rausch schwer sinnlicher Musik lockte ihn zurück. Das Klavier in seinem Rücken stand offen wie ein Bett, das ein Schläfer zerwühlt hat, der nicht aufwachen mag, um der Wirklichkeit nicht ins Gesicht sehen zu müssen. Eifersucht eines Gelähmten, der die Gesunden schreiten fühlt, peinigte ihn. Der brachte es nicht über sich, sich ihnen anzuschließen, denn sein Schmerz bot keine Möglichkeit, sich gegen sie zu verteidigen. Wenn Walter sich morgens erhob und ins Büro eilen musste, wenn er tagsüber mit Menschen sprach, und wenn er nachmittags zwischen ihnen nach Hause fuhr, fühlte er, dass er ein bedeutender Mensch sei und zu besonderem berufen. Er glaubte dann, alles anders zu sehen. Ihn konnte das ergreifen, woran andere achtlos vorbeigingen. Und wo andere achtlos nach einem Ding griffen, dort war für ihn schon die Bewegung des eigenen Armes voll geistiger Abenteuer oder in sich selbst verliebter Lähmung. Er war empfindsam und sein Gefühl war immer bewegt von Grübeleien, Gruben, wogenden Tälern und Bergen. Er war niemals gleichgültig, sondern sah in allem ein Glück oder ein Unglück und hatte dadurch stets die Gelegenheit zu lebhaften Gedanken. Solche Menschen üben eine ungewöhnliche Anziehung auf andere aus, weil sich die moralische Bewegung, in der sie sich unausgesetzt befinden, diesen mitteilt. In ihren Gesprächen nimmt alles eine persönliche Bedeutung an. Und weil man sich im Verkehr mit ihnen unausgesetzt mit sich selbst beschäftigen darf, bereiten sie ein Vergnügen, das man sonst nur gegen Honorar bei einem Psychoanalytiker oder Individualpsychologen gewinnt. Noch dazu mit dem Unterschied, dass man sich dort krank fühlt, während Walter den Menschen dazu verhalf, sich aus Gründen, die ihnen bisher entgangen waren, sehr wichtig vorzukommen. Mit dieser Eigenschaft, geistige Selbstbeschäftigung zu verbreiten, hatte er auch Clarisse erobert und mit der Zeit alle Mitbewerber aus dem Feld geschlagen. Er konnte, weil ihm alles zu ethischer Bewegung wurde, überzeugend von der Unmoral des Ornaments, der Hygiene der glatten Form und dem Bierdunst der Wagner-Musik sprechen, wie es dem neuen Kunstgeschmack entsprach. Und selbst seinen zukünftigen Schwiegerpapa, der ein Malerhirn wie ein Pfauenrad hatte, setzte er damit in Schrecken. Es stand also außer Zweifel, dass Walter auf Erfolge zurückblicken durfte. Trotzdem, sobald er von Eindrücken und Plänen, die vielleicht so reif und neu waren wie nie vorher, zu Hause anlangte, ging jetzt eine entmutigende Veränderung mit ihm vor. Er brauchte nur eine Leinwand auf die Staffelei zu stellen oder ein Papier auf den Tisch zu legen. So war dies das Zeichen einer fürchterlichen Flucht aus seinem Herzen. Sein Kopf blieb klar und der Plan darin schwebte gleichsam in einer sehr durchsichtigen und deutlichen Luft. Ja, der Plan spaltete sich und wurde zu zwei oder mehreren Plänen, die um den Vorrang hätten streiten können. Aber die Verbindung vom Kopf zu den ersten Bewegungen, die zur Ausführung notwendig gewesen wären, war wie abgeschnitten. Walter konnte sich nicht entschließen, auch nur einen Finger zu rühren. Er stand einfach nicht von dem Platz auf, wo er gerade saß. Und seine Gedanken
glitten an der Aufgabe, die er sich gestellt hatte, wie Schnee ab, der im Augenblick des Falls zergeht. Er wusste nicht, wovon die Zeit ausgefüllt wurde, aber ehe er sich dessen versah, ward es Abend, und da er nach einigen solchen Erfahrungen schon mit der Angst vor ihnen nach Hause kam, fingen ganze Wochenreihen zu gleiten an und vergingen wie ein wüster Halbschlaf. Durch Aussichtslosigkeit in allen seinen Entscheidungen und Bewegungen verlangsamend, litt er an bitterer Traurigkeit. Seine Unfähigkeit wurde zu einem Schmerz, der oft wie Nasenbluten hinter seiner Stirne saß, sobald er sich entschließen wollte, etwas zu unternehmen. Walter war furchtsam, und die Erscheinungen, die er an sich wahrnahm, hinderten ihn nicht nur an der Arbeit, sondern sie ängstigten ihn auch sehr. Denn sie waren scheinbar so unabhängig von seinem Willen, dass sie ihn oft auf ihn den Eindruck eines beginnenden geistigen Verfalls machten. Aber während sein Zustand im Lauf des letzten Jahres immer schlimmer geworden war, hatte er zugleich eine wunderbare Hilfe an einem Gedanken gefunden, den er früher nie genug geschätzt hatte. Dieser Gedanke war kein anderer als der, dass Europa, in dem er zu leben gezwungen war, rettungslos entartet sei. In Zeitaltern, denen es äußerlich gut geht, während sie innerlich jenes Zurücksinken durchmachen, das wahrscheinlich jede Angelegenheit und darum auch die geistige Entwicklung erfährt, wenn man ihr nicht besondere Anstrengungen und neue Ideen zuwendet, müsste es wohl eigentlich die nächstliegende Frage sein, was man dagegen unternehmen könnte. Aber das Gewirr von klug, dumm, gemein, schön ist gerade in solchen Zeiten so dicht und verwickelt, dass es offenbar vielen Menschen einfacher erscheint, an ein Geheimnis zu glauben, weshalb sie einen unaufhaltsamen Niedergang von irgendetwas verkünden, das sich dem genauen Urteil entzieht und von feierlicher Unschärfe ist. Es ist dabei im Grunde ganz gleich, ob das die Rasse, die Pflanzenrohkost oder die Seele sein soll. Denn wie bei jedem gesunden Pessimismus kommt es nur darauf an, dass man etwas Unentrinnbares hat, woran man sich halten kann. Auch Walter, obgleich er in besseren Jahren über solche Lehren zu lachen vermocht hatte, kam, als er es selbst mit ihnen zu versuchen begann, bald auf ihre großen Vorteile, war bis dahin er arbeitsunfähig gewesen und hatte sich schlecht gefühlt. So war es jetzt die Zeit, die unfähig war, und er gesund. Sein Leben, das zu nichts geführt hatte, fand mit einem Mal eine ungeheure Erklärung, eine Rechtfertigung in säkularen Ausmaßen, die seiner würdig war. Ja, es nahm geradezu die Art eines großen Opfers an. Wenn er den Stift oder die Feder in die Hand nahm und wieder weglegte. Jedoch hatte Walter noch mit sich zu kämpfen. Und Clarisse quälte ihn. Für zeitkritische Gespräche war sie nicht zu haben. Sie glaubte schnurstracks an das Genie. Was das sei, wusste sie nicht, aber ihr ganzer Körper begann zu zittern und sich zu spannen, wenn davon die Rede war. Man fühlt es oder man fühlt es nicht, das war ihr einziges Beweisstück. Immer blieb sie das kleine, grausame 15-jährige Mädchen für ihn. Niemals hatte sie sein Fühlen ganz verstanden oder hatte er sie beherrschen können. Aber so kalt und hart, wie sie war, und dann wieder so begeistert mit ihrem substanzlos flammenden Willen,
besaß sie eine geheimnisvolle Fähigkeit, auf ihn einzuwirken, als ob Stöße durch sie hindurch aus einer Richtung kämen, die in den drei Dimensionen des Raums nicht unterzubringen war. Es grenzte manchmal ans Unheimliche. Namentlich, wenn sie gemeinsam musizierten, fühlte er das. Clarissens Spiel war hart und farblos, einem ihm fremden Gesetz der Erregung gehorchend. Wenn die Körper bis zum Durchschimmern der Seele glühten, kam es erschreckend zu ihm herüber. Etwas Unbestimmbares riss sich dann los in ihr und drohte mit ihrem Geist davonzufliegen. Es kam aus einem geheimen Hohlraum in ihrem Wesen, den man ängstlich verschlossen halten musste. Er wusste nicht, woran er das fühlte und was es war, aber es peinigte ihn mit einer unaussprechlichen Angst und dem Bedürfnis, etwas Entscheidendes dagegen zu tun, was er nicht vermochte. Denn niemand außer ihm bemerkte irgendetwas davon. Es war ihm halb klar bewusst, während er durch das Fenster Clarisse zurückkehren sah, dass er dem Bedürfnis, schlecht von Ulrich zu sprechen, wieder nicht werde widerstehen können. Ulrich war zur Unzeit zurückgekommen. Er schädigte Clarisse. Er verschlimmerte ruchlos in ihr, woran Walter sich nicht zu rühren getraute. Die Kaverne des Unheils. Das arme, kranke, unselig Genialische in Clarisse. Den geheimen, leeren Raum, wo es an Ketten riss, die eines Tages ganz nachlassen konnten. Nun stand sie barhaupt vor ihm. Eben eingetreten, den Gartenhut in der Hand, und er sah sie an. Ihre Augen waren spöttisch, klar, zärtlich. Vielleicht ein wenig zu klar. Zuweilen hatte er das Gefühl, dass sie einfach eine Kraft besitze, die ihm fehle. Wie einen Stachel, der ihn nicht zur Ruhe kommen lassen sollte, hatte er sie schon als Kind empfunden. Und offenbar hatte er sie selbst nie anders gewollt. Das war vielleicht das Geheimnis seines Lebens, das die beiden anderen nicht verstanden. Tief sind unsere Schmerzen, dachte er. Ich glaube, dass es nicht oft vorkommt, dass zwei einander so tief lieben, wie wir es tun müssen. Und er fing ohne Übergang zu sprechen an. Ich will nicht wissen, was dir Ulo erzählt hat, aber ich kann dir sagen, seine Kraft, die du anstaunst, ist nichts als Leere. Clarisse sah das Klavier an und lächelte. Er hatte sich unwillkürlich wieder nach dem offenen Flügel neben dem offenen Flügel niedergesetzt. Er fuhr fort. Es muss leicht sein, heroisch zu empfinden, wenn man von Natur unempfindlich ist. Und in Kilometern zu denken, wenn man gar nicht weiß, welche Fülle jeder Millimeter verbergen kann. Sie sagten zuweilen Ulo von ihm, wie sie es in seiner Jugendzeit getan hatten. Und er liebte sie deshalb, wie man seiner Amme eine lächelnde Ehrfurcht bewahrt. Er ist stecken geblieben, setzte Walter hinzu. Das bemerkst du nicht, aber du brauchst nicht zu glauben, dass ich ihn nicht kenne. Clarisse zweifelte. Walter sagte heftig, heute ist alles Zerfall, ein bodenloser Abgrund von Intelligenz. Er hat auch Intelligenz, das gebe ich dir zu, aber von der Macht einer ganzen Seele weiß er nichts. Was Goethe Persönlichkeit nennt, was Goethe bewegliche Ordnung nennt, davon ahnt ihm nicht einmal etwas. Dieser schöne Begriff von Macht und Schranken, von Willkür und Gesetz, von Freiheit und Maß,
von beweglicher Ordnung. Der Vers schwebte in Wellen von den Lippen. Clarisse staunte die Lippen freundlich an, wie wenn sie ein nettes Spielzeug hätten abfliegen lassen. Dann erinnerte sie sich und schaltete als kleines Hausmütterchen ein. Willst du ein Bier? Ja, warum nicht? Ich trinke doch immer eins. Aber ich habe keins im Haus. Schade, dass du mich gefragt hast, seufzte Walter. Ich hätte vielleicht gar nicht daran gedacht. Damit war die Frage für Clarisse erledigt. Aber Walter war nun aus dem Gleichgewicht geraten. Er fand nicht mehr die rechte Fortsetzung. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch vom Künstler? Fragte er unsicher. Welches? Das vor ein paar Tagen. Ich habe dir erklärt, was ein lebendiges Formprinzip in einem Menschen bedeutet. Erinnerst du dich nicht, wie ich zu dem Schluss gekommen bin, dass früher, statt Tod und logischer Mechanisierung, Blut und Weisheit geherrscht haben? Nein. Walter war gehemmt, suchte, schwankte. Auf einmal platzte er los. Er ist ein Mann ohne Eigenschaften. Was ist das? Fragte Clarisse kichernd. Nichts, eben nichts ist das. Aber Clarisse war durch das Wort neugierig geworden. Das gibt es heute in Millionen, behauptete Walter. Das ist der Menschenschlag, den die Gegenwart hervorgebracht hat. Das unversehens gekommene Wort hatte ihm selbst gefallen. Als begänne er ein Gedicht, trieb ihn das Wort vorwärts, ehe er den Sinn hatte. Sieh ihn dir an. Wofür würdest du ihn halten? Sieht er aus wie ein Arzt, wie ein Kaufmann, ein Maler oder ein Diplomat? Das ist er doch auch nicht, meinte Clarisse nüchtern. Nun, sieht er vielleicht wie ein Mathematiker aus. Das weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wie ein Mathematiker aussehen soll. Da sagst du etwas, das sehr richtig ist. Ein Mathematiker sieht nach gar nichts aus. Das heißt, er wird so allgemein intelligent aussehen, dass es keinen einzigen bestimmten Inhalt hat. Mit Ausnahme der römisch-katholischen Geistlichen sieht heute überhaupt niemand mehr so aus, wie er sollte. Weil wir unseren Kopf noch unpersönlicher gebrauchen als unsere Hände. Aber Mathematik, das ist der Gipfel. Das weiß bereits so wenig von sich selbst, wie die Menschen, wenn sie sich dereinst statt von Fleisch und Brot von Kraftpillen nähren werden, noch von Wiesen und jungen Kälbern und Hühnern wissen dürften. Clarisse hatte inzwischen das einfache Abendbrot auf den Tisch gestellt und Walter hatte sich schon tüchtig damit beschäftigt. Vielleicht hatte ihm das diesen Vergleich eingegeben. Clarisse sah seinen Lippen zu. Sie erinnerten sie an seine verstorbene Mutter. Sie waren kräftig, weibliche Lippen, die das Essen wie eine Hausarbeit betrieben. Und ein kleines geschnittenes Bärtchen oben auftrugen. Seine Augen glänzten wie frisch ausgeschälte Kastanien. Auch wenn er nur ein Stück Käse in der Schüssel sucht. Obgleich er klein und eher weichlich als zart gebaut war, machte er Eindruck und gehörte zu den Menschen, die immer gut beleuchtet erscheinen. Er fuhr nun in seinem Gespräch weiter fort. Du kannst keinen Beruf aus seiner Erscheinung erraten. Und doch sieht er nicht wie ein Mann aus, der keinen Beruf hat. Und nun überlegt er einmal, wie er ist. Er weiß immer, was er zu tun hat. Er kann einer Frau in die Augen schauen. Er kann in jedem Augenblick tüchtig über alles nachdenken. Er kann boxen. Er ist begabt, willenskräftig, vorurteilslos, mutig, ausdauernd, draufgängerisch, besonnen. Ich will das gar nicht im Einzelnen prüfen. Er mag alle diese Eigenschaften haben. Denn er hat sie doch nicht. Sie haben das aus ihm gemacht, was er ist und seinen Weg bestimmt und sie gehören doch nicht zu ihm. Wenn er zornig ist, lacht etwas in ihm. Wenn er traurig ist, bereitet er etwas vor. Wenn er von etwas berührt wird und gerührt wird, lehnt er es ab. Jede schlechte Handlung wird ihm in irgendeiner Beziehung gut erscheinen.
Immer wird für ihn erst ein möglicher Zusammenhang entscheiden, wofür er eine Sache hält. Nichts ist für ihn fest. Alles ist verwandlungsfähig, Teil in einem Ganzen, in unzähligen Ganzen, die vermutlich zu einem Überganzen gehören, das er aber nicht im geringsten kennt. So ist jede seiner Antworten eine Teilantwort, jedes seiner Gefühle nur eine Ansicht. Und es kommt ihm bei nichts darauf an, was es ist, sondern nur auf irgendein danebenlaufendes Wie es ist, irgendeine Zutat kommt es immer an. Ich weiß nicht, ob ich mich dir verständlich machen kann. Doch, sagte Clarisse, aber ich finde das sehr nett von ihm. Walter hatte unwillkürlich mit Zeichen wachsender Abneigung gesprochen. Das alte Knabengefühl des schwächeren Freunds vergrößerte seine Eifersucht. Denn obwohl er überzeugt war, dass Ulrich außer ein paar nackten Verstandesproben nie etwas geleistet habe, wurde er heimlich den Eindruck nicht los, ihm immer körperlich unterlegen gewesen zu sein. Das Bild, das er entwarf, befreite ihn wie das Gelingen eines Kunstwerks. Nicht er stellte es auf sich hinaus, sondern an das geheimnisvolle Gelingen eines Anfangs geknüpft, hatte sich außen Wort an Wort gesetzt und in seinem Inneren löste sich dabei etwas auf, das ihm nicht bewusst wurde. Als er fertig war, hatte er erkannt, dass Ulrich nichts ausdrücke als dieses aufgelöste Wesen, das alle Erscheinungen heute haben. »Dir gefällt das?« fragte er nun schmerzlich überrascht. »Das darfst du nicht im Ernst sagen.« Clarisse kaute Brot mit weichem Käse. Sie konnte nur mit den Augen lächeln. »Ach«, sagte Walter, »so ähnlich haben wir uns früh, so ähnlich haben wir vielleicht früher auch gedacht. Aber man darf darin doch nicht mehr als eine Vorstufe sehen. So ein Mensch ist doch kein Mensch.« Nun war Clarisse fertig. »Das sagt er doch selbst«, behauptete sie. »Was sagt er selbst?« »Ach, weiß ich's, dass heute alles so aufgelöst ist. Er sagt, alles ist jetzt stecken geblieben. Nicht nur er. Aber er nimmt es nicht so übel wie du. Er hat mir einmal eine lange Geschichte erzählt. Wenn man das Wesen von 1000 Menschen zerlegt, so stößt man auf 2 Dutzend Eigenschaften, Empfindungen, Ablaufarten, Aufbauformen und so weiter, aus denen sie alle bestehen. Und wenn man unseren Leib zerlegt, so findet man nur Wasser und einige Dutzend Stoffhäufchen, die darauf herumschwimmen. Das Wasser steigt in uns genauso wie in die Bäume und es bildet die Tierleiber, wie es die Wolken bildet. Ich finde das hübsch. Man weiß dann bloß nicht recht, was man zu sich sagen soll und was man tun soll. Clarisse kicherte. Ich habe ihm darauf erzählt, dass du tagelang fischen gehst, wenn du frei hast und am Wasser hängst. Nun und? Ich möchte wissen, ob er das auch nur 10 Minuten aushielte. Aber Menschen, sagte Walter fest, tun das seit 10.000 Jahren, starren den Himmel an, spüren die Erdwärme und zerlegen das so wenig, wie man seine Mutter zerlegt. Clarisse musste wieder kichern. Er sagt, das hat sich seither sehr verwickelt. So wie wir auf dem Wasser schwimmen, schwimmen wir auch in einem Meer von Feuer, einem Sturm von Elektrizität, einem Himmel von Magnetismus, einem Sumpf von Wärme und so weiter. Aber alles unfühlbar. Zum Schluss bleiben überhaupt nur Formen übrig. Und was die menschlich bedeuten, kann man nicht recht ausdrücken. Das ist das Ganze. Ich habe schon vergessen, was ich im Lyzeum gelernt habe, aber irgendwie stimmt es wohl. Und wenn einer heute, sagt er, so wie der heilige Franziskus oder du, zu den Vögeln Bruder sagen wollte, dann dürfte er sich's bloß nicht so angenehm machen, sondern müsste sich auch entschließen können, in den Ofen zu fahren, durch die Leitungsstange einer elektrischen in die Erde zu sprengen oder durch eine Abwaschvorrichtung in den Kanal zu pritscheln. Ja, ja, unterbrach Walter diesen Bericht. Erst werden aus den 4 Elementen einige Dutzend und zum Schluss
schwimmen wir bloß noch auf Beziehungen, auf Vorgängen, auf einem Spüllicht von Vorgängen und Formeln, auf irgendetwas, wovon man weder weiß, ob es ein Ding, ein Vorgang, ein Gedankengespenst oder ein eben Gott weiß was ist. Dann besteht zwischen der Sonne und einem Zündholz kein Unterschied mehr. Und zwischen dem Mund als dem einen Ende des Verdauungskanals und seinem anderen Ende auch keiner. Die gleiche Sache hat 100 Seiten, die Seite 100 Beziehungen und an jeder hängen andere Gefühle. Das Menschenhirn hat dann glücklich die Dinge geteilt, aber die Dinge haben das Menschenherz geteilt. Er war aufgesprungen, aber er blieb hinter dem Tisch stehen. Clarisse, sagte er, er ist eine Gefahr für dich. Schau, Clarisse, jeder Mensch braucht heute nichts so nötig wie Einfachheit, Erdnähe, Gesundheit. Und ja, ganz gewiss, da kannst du sagen, was du willst, auch ein Kind. Weil es ein Kind ist, das, was einen fest an den Boden bindet. Was dir Ulo erzählt, ist alles unmenschlich. Ich versichere dir, ich habe den Mut, wenn ich nach Hause komme, einfach Kaffee mit dir zu trinken, den Vögeln zuzuhören, ein bisschen spazieren zu gehen, mit den Nachbarn ein paar Worte zu wechseln und den Tag ruhig ausklingen zu lassen. Das ist Menschenleben. Die Zärtlichkeit dieser Vorstellungen hatte ihn langsam zu ihr näher geführt. Aber so wie Vatergefühle von fern ihre sanfte Bassstimme erhoben, wurde Clarisse störrisch, ihr Gesicht verstummte, während er sich ihr näherte und nahm eine Verteidigungsstellung an. Als er bei ihr angelangt war, strömte er eine warme Sanftheit aus, wie ein guter Bauernofen. Clarisse schwankte einen Augenblick in ihren Strömen. Dann sagte sie, nix, mein Lieber. Sie raffte ein Stück Käse und Brot vom Tisch und küsste ihn rasch auf die Stirn. Ich gehe nachschauen, ob keine Nachtfalter da sind. Aber Clarisse, bat Walter, in dieser Jahreszeit gibt es doch keine Schmetterlinge mehr. Ach, das kann man nicht wissen. Es blieb von ihr nur das Lachen im Zimmer zurück. Mit ihrem Stück Brot und Käse streifte sie über die Wiesen. Die Gegend war sicher und sie brauchte keine Begleitung. Walters Zärtlichkeit sank zusammen wie ein vom Feuer zur Unzeit weggerissener Auflauf. Er seufzte tief auf. Dann setzte er sich zögernd wieder ans Klavier und schlug einige Tasten an. Ob er es wollte oder nicht, es wurden Fantasien über Motive aus Wagner-Opern daraus und in dem Geplätscher dieser zuchtlos quellenden Substanz, der sich einst in den Zeiten des Hochmuts versagt hatte, schilften und gurgelten seine Finger durch die Tonflut. Mochte man es weithin hören, sein Rückenmark wurde von der Narkose dieser Musik gelähmt und sein Schicksal erleichtert.